Die letzten Wochen waren geprägt von Einschränkungen. Die Industrie, die Gewerbetreibenden, aber auch der familiäre Bereich erlebten drastische Einschnitte in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Doch die aktuellen Zahlen machen Hoffnung. Die Rückkehr in die Normalität ist auf einem guten Weg im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Wir sind aber, denke ich, damit ganz gut zurechtgekommen. Die jeweiligen Eindämmungsverordnungen, die Gültigkeit hatten, sind umgesetzt und auch befolgt worden. Und ich bin froh, dass im Zusammenspiel mit den Unternehmen, aber letztlich eben auch gerade mit unserem Klinikum Niederlausitz, mit den niedergelassenen Ärzten, mit den Pflegekräften, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Verwaltungen dieses Corona-Problem, diese Krise doch bisher ganz gut gemanagt und bewältigt werden konnte. Mit Stand vom 10. Juni haben sich 51 Menschen mit dem Virus im Landkreis Oberspreewald-Lausitz seit Beginn der Pandemie infiziert. 2 Todesfälle durch Covid-19 gibt es zu beklagen. Bis auf eine Ausnahme sind die restlichen Patienten genesen. Und der Erkrankte ist außerhalb des Landkreises in Behandlung. Also quasi seit heute ist der Landkreis Corona-frei, was aber nicht bedeutet, dass wir alle Vorsichtsmaßnahmen jetzt einstellen können. Es gilt nach wie vor, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, Abstand zu wahren und immer auf der Hut zu sein, sich nicht anzustecken. Neben allen Problemen im Zusammenhang mit der Pandemie brachte diese auch positive Nebeneffekte mit sich. Die Hilfsbereitschaft war, denke ich, in Anbetracht der Situation sehr stark ausgeprägt. Man half und hilft sich untereinander. Die Familie hat einen vollkommen neuen Stellenwert auch bekommen. Sich also quasi dort auch aufzurichten und zu stützen. Und von daher ist das also für die Gesellschaft auch mal wichtig gewesen, zusammenzuhalten und letztlich auch in einer schwierigen Situation zusammenzustehen und diese bewältigen zu können. Unterstützung während der schwierigen Phase gab es aber auch für den Landkreis, unter anderem bei der Materialbeschaffung. Es gab vielerlei Unterstützung, die uns erreicht hat, gerade eben zum Beispiel auch von der BSF Schwarzheide GmbH, die uns Handdesinfektionsmittel und auch Masken zur Verfügung gestellt hat, in beträchtlicher Größenordnung. Dafür sind wir dem Unternehmen BSF, aber vielen anderen, die uns geholfen haben, auch sehr dankbar. Und über die eigenen Beschaffungsmaßnahmen und die des Landes Brandenburg war es uns möglich, dass es also zwar Engpässe gegeben hat, wir aber in jeder Phase und Situation haben die Bedarfe also auch abdecken können. Der eigens im Landkreis gebildete Krisenstab koordinierte die Arbeit aller Beteiligten in der Hochphase. Nun kann auch dieser erst einmal in den Standby-Modus wechseln. Was bedeutet, sollte das Thema bei uns wieder ein prägnantes werden, sollten wir darauf reagieren müssen, fährt der Krisenstab sofort wieder hoch und wird dann also seine Arbeit aufnehmen. Ansonsten übernimmt bis dahin das Gesundheitsamt den Regulärbetrieb. Elementarer Bestandteil der Arbeit im Krisenstab war auch das Bürgertelefon. 7 Tage die Woche erreichbar, wurde es rege von den Bürgern genutzt. Wir haben 186 Stunden Bürgertelefon-Gespräche absichern können. Es gab dort also verschiedenste Fragen, manchmal auch ein Stück weit Telefonseelsorge. Und das übrigens nicht nur aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz, sondern Brandenburg und bundesweit, sogar weltweit. Wenn also Bürger aus dem Urlaub bei uns angerufen haben, um sich zu erkundigen, wie sind die Verhältnisse hier fort. Also es war richtig, ein Bürgertelefon einzurichten. Wir fahren aber auch dieses Ende der Woche runter und die Fachabteilungen in den Kreisverwaltungen sind dann erreichbar für Fragen der Bürger, wie gewohnt und wie gehabt. Ein eigentliches Bürgertelefon im Verwaltungsstab wird es also nicht geben. Bei Bedarf wird das wieder eingerichtet, aber im Augenblick besteht die Notwendigkeit nicht. Die gute Zusammenarbeit vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz und dem Klinikum Niederlausitz war ebenfalls ein wichtiger Baustein in der Krisenbewältigung. Am Klinikum hat man schon sehr zeitig begonnen, die Entwicklung des Virus zu beobachten. Wir haben die Situation mit der Coronavirus-Entwicklung in China bereits Anfang des Jahres aktiv beobachtet. Das heißt, unsere erste Beratung fand schon Ende Januar dazu statt. Über den Monat Februar haben wir dann diese Beobachtung intensiviert und wir sind auf solche Fälle durch eigene Alarm- und Einsatzpläne vorbereitet. Bereits Ende Februar begann man sich am Klinikum auf die dann bereits pandemische Ausbreitung vorzubereiten. 14 Tage später wurde es dann Realität. Wir haben uns dann Mitte März entschlossen, tatsächlich das normale Patientenversorgungsgeschäft, das Elektivgeschäft einzuschränken, gänzlich aufzugeben und überzugehen zur Notfallversorgung. Ja, das war schon ein sehr drastischer Schritt.
Das hat natürlich auch den Umzug von einzelnen Kliniken zur Folge gehabt. In Verbindung natürlich auch mit der Erweiterung der einzelnen Kapazitäten, was durch unser ärztliches Direktorat auch empfohlen wurde. Ja, also die Erweiterung der Intensivkapazitäten, die Erweiterung der Beatmungsplätze, die Einrichtung einer weiteren Notaufnahme, ja, die Einrichtung von Abstrichstellen, Sichtungspunkt. Das waren schon sehr erhebliche Maßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes, um mit dieser Lage ganz einfach fertig zu werden. Die gefassten Pläne mussten umgesetzt werden. Und das geht im medizinischen Bereich während einer Pandemie nicht ohne engagiertes Personal. Wir mussten die ärztlichen Mitarbeiter, wir mussten die pflegerischen Mitarbeiter, aber auch die ganzen anderen Mitarbeiter in völlig neue Schichten, in völlig neue Zusammenhänge, in völlig neue Abhängigkeiten bringen. Da haben alle an einem Strang gezogen. Es ist innerhalb ganz kurzer Zeit, im Grunde innerhalb von 1 bis 2 Tagen, haben sich völlig die Zusammenhänge im Klinikum geändert. Für diese gute Zusammenarbeit möchte ich mich auch im Namen der Geschäftsführung bei allen Mitarbeitern, ausdrücklich Ärzte, Pflege, Verwaltung und so weiter, jedem auch, den ich nicht genannt habe, bedanken. Erst dadurch, dass wir alle zusammengearbeitet haben, hat sich dieses Ergebnis ergeben, sind wir dazu gekommen. Um auf eine Welle vorbereitet zu sein, mussten aber auch räumliche Veränderungen getroffen werden. Eine Zeltschleuse als Zugang war die von außen wohl sichtbarste Anpassung. So dass wir überlegt haben, dass schon das Einfallstor ins Krankenhaus anders gestaltet werden muss mit dem Sichtungszelt, wo man die Patienten klar unterteilt in infektiös oder potenziell infektiös und nicht infektiöse Patienten. Natürlich das Krankenhaus auch zweigeteilt hat in dementsprechend diese beiden Bereiche. Und wir haben die ITS-Kapazitäten hochgefahren. Dazu gehört, dass man alles rekrutiert hat an Technik, was im Haus an verschiedenen Stellen zur Verfügung steht, plus Schulung von Personal, was ITS-Zeiten im Arbeitsleben schon durchlaufen hat, beziehungsweise Einarbeitung von Schwestern und Ärzten, die in diesem Bereich noch nicht tätig waren. Die intensiven Vorbereitungen haben sich gelohnt. Das wusste auch schon Michael B. im April zu berichten. Er war einer der intensivmedizinisch beatmeten Patienten, ist mittlerweile wieder genesen. Doch trotz aller Lockerungen kehrt man am Klinikum Niederlausitz nicht in den Modus vor Pandemiebeginn zurück, was auch für Patienten und Besucher weiterhin kleine Einschränkungen mit sich bringt. Wir haben kranke Menschen im Klinikum, die sich in unsere Obhut begeben. Und hier haben wir die Verantwortung, sicherzustellen, dass möglichst das Infektionsrisiko gering bleibt und werden daher nach wie vor weiter Besuchereinschränkungen und starke Hygienemaßnahmen umsetzen zur Händedesinfektion und weiterhin tragen des Mund- und Nasenschutzes. Darum bitte ich einfach um Verständnis. Viele Menschen haben im Vorder- und Hintergrund an der Eindämmung der Pandemie mitgewirkt. In vielen Fällen ehrenamtlich. Auch Landrat Sigurd Heinze ist an dieser Stelle zu Dank verpflichtet. Ja, also ein herzliches Dankeschön vor allen Dingen für das, was Sie getan haben und immer noch tun. Das war also notwendig, weil wir allein mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den hauptamtlichen Kräften in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen, dies hätten nicht bewältigen können. Und von daher war das also in OSL ganz ausgeprägt der Fall, dieses sich gegenseitige Helfen, dieses Miteinander, diese Solidarität. Und nur das hat es möglich gemacht, dass wir am Ende auch von den Zahlen her relativ gut dastanden und jetzt stehen und eigentlich ein Stück weit vielleicht auch eine kleine Entwarnung damit signalisieren können. Aufgrund der aktuell sehr positiven Lage war das das vorläufig letzte Corona-Update von Landkreis und Klinikum. Weitere Entwicklungen erhalten Sie auch tagesaktuell bei Seenluft24 in den Nachrichten.